Alle europäischen Länder zählen den Countdown, es sind nur noch wenige Tage bis zum größten Musikfestival der Region. Der diesjährige Eurovision Song Contest findet in Malmö statt. Natürlich hoffen die Deutschen nach vielen Jahren mit schlechten Ergebnissen auf etwas Gutes. Die Person, die das Land dieses Mal vertreten wird, ist Isaac Guderian. Allerdings ist Isaac bei den Fans nicht beliebt und erntet viel Kritik. Die deutsche ESC-Chefin Alexandra Wolfslast hat nun erklärt, wie schlecht die Reaktionen nach dem Vorrundensieg waren und warum eine interne Auswahl erfolgversprechender wäre. Isaacs Song, Always on the Run, wurde am 16. Februar bei The German Finale 2024 von der Jury und den Zuschauern mit der höchsten Punktzahl gewählt. Ein Ergebnis, das viele Menschen unglücklich zu machen scheint. Nach seinem Sieg gab es nur Hasskommentare. Ich mache das seit 5 Jahren und habe noch nie etwas so Schlimmes erlebt wie dieses Jahr, sagte Wolfslast. Das hat mich schockiert. Es ist so extrem, vor allem von der deutschen Community. Das muss ich wirklich sagen. Der 29-Jährige sei ein fairer Gewinner, ob man ihn nun mag oder nicht. Wolfslast kann sich vorstellen, dass die Enttäuschung so groß war, dass der echte Publikumsliebling RYK, oh boy, nicht gewann. Aber die Tatsache, dass 8 Länder mit jeweils 5 unabhängigen Jurys Isaac die höchste Bewertung gaben, spricht für sich. Ich würde behaupten, dass nicht alle von ihnen einen Joint geraucht haben. Sie haben etwas an ihm gesehen. Die Ergebnisse müssen akzeptiert werden, auch wenn man sagt, das sei nicht angemessen für den ESC oder was auch immer. Man muss auch einen gewissen Respekt vor jemandem zeigen, der sich für so ein Land auf eine solche Reise begibt. Dieser Sturm, insbesondere aufgrund der über viele Jahre hinweg schlechten Endergebnisse mit niedrigeren und teilweise 0 Punkten, findet auch in der Welt berühmter Künstler statt. Alexandra Wolfslast sagte, sie fragen sich, warum muss ich diesen Fluch ertragen? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eine gute Fertigung und gute Hersteller verstehen, dass dies ein Sprungbrett ist. Entscheidend ist nur die Vorentscheidung. Wenn du ein guter Produzent bist und auch beim ESC mitmachen willst, dann würdest du natürlich lieber direkt nominiert werden oder dein Song wird woanders veröffentlicht. Dies wurde per Vorbescheid abgelehnt. Der Song ist bereits veröffentlicht und wenn er keinen Preis gewinnt, wird er nur für den deutschen Markt produziert. Das ist natürlich ein Hindernis. Viele gute Künstler oder Musiker wären grundsätzlich da. Kamu tuh kapan aja kan channel terus yang so dukun live bareng kita bisa lanjut cukup banget itu nang sih jangan kamu.